In Göppingen herrscht 3 Tage Ausnahmezustand. Bis zu 70.000 Besucher werden während der Märklin-Tage und der IMA, der Internationalen Modellbahnausstellung, in der Hohenstaufenstadt erwartet. Schon am Freitag strömten die Massen in die Werfthalle und die großen Zelte auf dem Dr. Herbert König Platz. Die Parkplatzsuche könnte vor allem am Wochenende schwierig werden. Das THW Göppingen macht bei uns die komplette Parkplatzeinweisung. Wir haben alles Mögliche getan, um Parkplätze im Landkreis Göppingen, um Göppingen herum zu schaffen. Ob das der Stauferpark ist, der ist eigentlich komplett gemäht worden, dass wir also auch diese Wiesen benutzen können. Wir haben Einbahnstraßenregelungen mit der Stadt durchgeführt, um einfach mehr Parkplätze zu bekommen. Es steht die EWS-Arena da zur Verfügung und die Leute, die morgen Abend zum Spiel kommen, kein Problem. Wenn das Spiel bei euch beginnt, sind wir wieder weg. Die Firma Märklin hat extra einen Buspendelverkehr eingerichtet, der die 4 Veranstaltungsorte und die Parkplätze außerhalb anfährt. Zurzeit sind 20 Busse im Einsatz, die Zahl kann aber jederzeit erhöht werden. Vor allem zur Erlebniswelt sollte man unbedingt mit dem Bus fahren. Wir haben insgesamt 50 Verkehrsschilder mit dem Bauhof Göppingen hier aufgestellt und haben also die Verkehrsregelung natürlich hier auf den Stauferpark und auf diese Parkplätze. Die Märklianer, die Modelleisenbahner sehen nur eins, Erlebniswelt, und da wird hingefahren. Natürlich gibt es in der Erlebniswelt kaum Parkplätze und die umliegenden Firmen haben natürlich heute und morgen noch auf. Deswegen kann ich nur bitten, folgen Sie den Beschilderungen und Sie bekommen einen Parkplatz. Von der Erlebniswelt ist es nur ein Katzensprung bis zum Gelände der Firma Leonhard Weiß. Hier kann man nicht nur Loks von unten bestaunen, sondern auch mit einem Schienenbus zum Göppinger Bahnhof pendeln und natürlich wieder zurück. Thomas Stenzel vom Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen fährt den Schienenbus, an den sich viele noch als Boller Bähnle erinnern. Es war eben einfach ein Kindheitstraum, Lok fahren zu dürfen, und den habe ich mir erfüllt. Nicht in der hauptamtlichen Arbeit, sondern eben ehrenamtlich in der Freizeit. Träumen werden in den nächsten Tagen sicherlich viele beim Anblick der großen und kleinen Loks, Waggons und allem, was dazugehört. Alle Infos über die Märklin-Tage und die IMA gibt es im Internet auf www.märklin.de oder im Radio. Radio FIP sendet live vom Leonhard-Weiß-Gelände. Das Modellbahnradio ist zu hören auf der UKW-Frequenz 91,6.